Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bugfables. Weiter geht's, wir haben hier noch eine Tafel. Wenn die Göttin war es, glaube ich, die Sonne ist, die Wurst, und wie soll ich sie unterwerfen, oder? Und dann den Mond unterwirft, nur dann wird sie erscheinen. Bla bla bla. Und das heißt, ich komme hier tatsächlich erstmal gar nicht ran, sondern muss hier erstmal lang. Um dann von der Seite scheinbar da ranzukommen, alles klar. Wir brauchen eine Winde. Ach komm schon. Zur Seite mit dir. Die mag ich nicht. Du kommst mal wieder runter. Und du greifst ihn an. Wir bräuchten noch irgendwie einen Block zusätzlich. 3-1. Hm. Vier Leben geheilt, der Sack. Ah, ich habe X gedrückt statt C. Ah, ich bin so schlecht. Runter mit dir. Da verschwinde einfach gleich. Aber weg. Aber weg. Oh verdammt, sie hat noch ein Leben. Sie hatte noch ein Leben. Sehr schön, wir brauchen hier eine Winde. Die 5 Bären wollen wir natürlich nicht verschwinden lassen, ist ja klar. Wir brauchen hier noch eine Winde. Gegner? Bestimmt, wa? Ja. Natürlich, was auch sonst. Du schon wieder. Und lass dich ein paar angreifen, dann verschwindest du nämlich in die Luft. Kann ich dich wieder runterholen? Dann greife ich dich wieder an. Dann habe ich dich wieder runter. Aber weil ich Spaß dran habe. Oh Gott. Das ist eine Vampir. Eine Vampirpflanze. Okay, beim nächsten Mal werden wir uns wahrscheinlich wieder die Metal Points. Nicht Metal Points. Die Teamwork Points steigern, ne? Beim nächsten Level ab. Denke ich, dass wir daran dann investieren werden. Aber wir haben so viele Bären, ey. Ich hoffe, wir kommen rechtzeitig zur Bank, bevor unser Portemonnaie wieder überläuft. Das haben wir schon ein bisschen Angst gemacht, dass sein Portemonnaie überlaufen kann. Das fand ich irgendwie doof. Das fand ich keine so schöne Info von denen. Okay. Ui. Oh, da ist die Winde. Sehr schön. Dim, 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 dim. Kommt wieder ein Gegner? Vielleicht vor der Winde? Nö, ja, nö. Dim, 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 dim. Sehr schön. Wir lösen hier ein Rätsel nach dem nächsten, Leute. Eins nach dem anderen. Kann aber nicht funktionieren. Ich muss hier drauf stehen bleiben. Ach, nee, doch muss ich. Okay. Achso. Oh, hey, muss ich so machen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Probier's einfach mal. Weil anders hätte ich mir nicht vorstellen können, wie es funktionieren sollte. Mom, Mom, Mom. Ach, hier ist auch noch eins. Mom. So, ein Gegner? Nö. Keine Gegner. So, wir haben mal den Schalter für das hier. Ne?
Kriegst du dein Moon Offering wieder? Nom, 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 nom. Und der Schalter ist für. Hier unten. Ah, er bewegt sich regelmäßig, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sieht irgendwie verdächtig aus hier hinter. Oder komme ich nicht hin, oder? Nee. Okay. Gut, dann geht's weiter. Dann haben wir dieses Rätsel gelöst. Und dann sind wir schon beim Artefakt angekommen. Leider mit einem Kampf. Also, was heißt leider mit einem Kampf? Wir werden jetzt kämpfen. Keine Fliegenfallen, ne? Nee. Wir müssen aber gegen diesen Gegner kämpfen. Das Artefakt ist hier. Irgendwo, bestimmt irgendwo unter uns. Bist du sicher? Ich meine, hier sind nur Blumen um uns herum. Blumen. Das ist es. Einer dieser Blumen muss das Artefakt sein. Oder vielleicht auch nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Starten wir das Zerschneiden, Kabu! Kabu setzt Zerschneider ein. Das ist genug. Ah. Bei den Göttern, es ist Venus. Venus höchstpersönlich. Die eine und einzige. Ich habe meine Ohren auf euch gehalten und wahrscheinlich die Ohren offen gehalten. Die ist böse. Jetzt redet sich Wai raus, dass sie doch nicht alles zerschneiden wollte. Wir brauchen doch nur das Artefakt. Das Artefakt und alle Fragen, die ihr habt oder stellen wollt. Wenn du durch meinen speziellen Parcours oder sowas, oder halt Prüfung, dann sind sie eure. Wir müssen kämpfen, oder? Natürlich, nee, müssen wir nicht. Doch, müssen wir. Aber nicht gegen Venus, sondern gegen ihren Schergen. Dragon 1, ist es fair? Ist es fair. Okay. Weil wir nämlich auch noch unsere Spionierung ausnutzen müssen. Und wer ist es? Venus Guardian, der Wächter von der Venus. 62 Defense. 62, ich habe jetzt 62 Defense. Okay. Oh, Alter. Probieren wir was? Ihn einzufrieren? Press the button shown at the end of the counter and then press the buttons shown order. Oh, nice. Oh, macht sogar Damage. Nice. Wow, okay. Er ist eine Runde komplett gefroren. Mega gut. Außer wir natürlich, wir machen Damage. Ich glaube, dann ist er sofort wieder, ja, ist er sofort wieder frei. Das können wir natürlich aber auch probieren, dass wir ihn einfach die ganze Zeit immer wieder einfrieren. Und dann, wenn wir keine Dings-Points mehr haben, das ist in Ordnung. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wir können ihn, ja, wir können ihn so fast down kriegen, ohne dass überhaupt jemand angreifen konnte. Ah, ist das fies. Wir können das noch dreimal machen. In der Hoffnung natürlich, ich verkacke nichts. Fan, wir machen immer wieder 5 Damage. Holy shit, Alter, was ist das für ein mächtiger Zauber? Das dürfte ja bewusst eigentlich gar nicht funktionieren, aber es ist tatsächlich so, dass das funktioniert. Nice. Fridge and Coffin.
Oh. Das hat nicht funktioniert. Warum hat das nicht funktioniert? Das würde mich interessieren. Ich glaube, ich habe es nicht perfekt gemacht, ne? Ich glaube, ich hätte es anderweitig machen müssen. Also ich hätte noch... Was habe ich eigentlich an Items? Ich hätte es, glaube ich, perfekter machen müssen. Ich habe ein Heartseed gerade bekommen. Lass uns mal ein Heartseed werfen. Hier, nimm das. Wir lassen es nochmal probieren. Oder es funktioniert tatsächlich ab der Hälfte nicht mehr. Okay, es funktioniert ab der Hälfte nicht mehr. Das ist tatsächlich also alles berücksichtigt gewesen. Oh, bitte keine... Oh nein. Ah, das ist eine Ranke, die da über uns ist. What the fuck? Aber sie kommen nicht mehr runter, ne? Das ist geahnt. Aber wir kriegen... Haben wir die Items noch? Ne, wir haben kein... Doch, wir haben noch ein Heartseed. Wir kriegen jetzt mal ein Heartseed, glaube ich. Oh, nice. Sehr gut. Haben wir auch wieder ein Heartseed? Ne, ne? Ne. Ich hätte den... Oh Gott. Ich hätte den Angriff beigeben können, theoretisch. Oh, du weißt wirklich, wie man schmutzig kämpft. Aber ich kann auch schmutzig kämpfen. Du bist besser bereit. Oh, du hässlicher Heiler. Hör auf damit! Du hässliches Kackvieh! Du Scheißvieh. Ich muss das dahinter erst, glaube ich, killen. Der wird jetzt jede Runde heilen, oder? Befürchte es leider. Das ist ja etwas schmutzig. Das ist tatsächlich schmutzig. Ich will den Hinter killen, aber es geht nicht. Aua. Easy. Komm, verschwinde mal. Er hat noch eine Runde lang Defense ab. Das ist so unfair, Alter. Das ist so ein absoluter Bullshit. Boah, bist du ein mieses Dreckstück, ey. Echt. Boah, ist das räudig, Mann. Ey, der hatte noch ein einziges Leben gehabt. Ein einziges Leben, Leute. Und wir haben wieder eine harte Nuss bekommen. Nice. Du bist so ein Schmutzgegner. Verschwinde. Das Problem ist, dass ich nicht down kriege, ne? Mit 5 Leben. Ich mach 4 Schaden wahrscheinlich. Oder? Ah doch, wir haben 5 Damage gemacht. King 25 von ihm. Ei! Boah, diese Heiler sind so eine Schmutzgegner. Vor allem die einfach AOE Heal machen. Aber wir haben leider kein Level Up. Schade. Autsch. Also kann den Ranken halt durch die ganze Welt halt, ne, kann halt fühlen, sie sieht zwar nichts, aber sie kann es fühlen und wir haben jetzt ihre Geschichte erzählt, dass die erste Königin noch da war, als wir hingegangen sind, wir wurden von einer, oder Live wurde von der Spinne gefangen und wir haben sie gerettet, ja, sie sieht ein Team von, oder sie spürt ein Team von dreien, einer ist gefallen und die anderen zwei fliehen mit ihren Leben, sie leben? Oder meint er live, oder meint sie live Leute, die da gewesen sind? I cannot sense Leif's presence. Sie kann es nicht fühlen, sie kann seine Präsenz nicht fühlen. Auch wenn sie ihn hier sieht.
Aber sie weiß, oder sie weiß, er weiß jetzt auf jeden Fall, dass sein Team lebt, ne? Die beiden, die ihn scheinbar im Stich gelassen haben. Und wir kriegen unser Artefakt. Da ist es. Das Schild. Ein Schild. Ah, ein Tablett halt, ne? Das antike Tablett haben wir gefunden. Fass nochmal kurz zusammen, was wir gerade gemacht haben. Wir waren auf der Suche gewesen. Wir haben die Opfergaben dargebracht. Das Festival haben wir abgeschlossen. Und dann haben wir ein Zerspo Motiva gekillt. Oder besiegt, bekämpft. Und wir haben Goddess Approval, glaube ich, so, als wir eine Zustimmung und eine Bestätigung bekommen. Und das Artefakt haben wir bekommen. Und jetzt können wir endlich weitermachen. Und damit, meine lieben Freunde, ist das Kapitel 2 zu Ende. Mission super complete! Ja, wir werden sie ab und zu mal besuchen. Das ist unser Dank für das antike Artefakt. Und wir sollen anderen nichts von ihr erzählen? Mhm. Warum nicht? Oh, wollen wir saven. Easy peasy. Gut, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, kurz mal ein kleines Päuschen. Wir haben Kapitel 2 beendet und werden in der nächsten Folge mit Kapitel 3 weitermachen. Ich freue mich drauf und wir sehen uns bis dahin, Leute. Ciao, ciao.